Moin Leute, willkommen zurück bei Let's Play Diablo 3 mit dem Julian und dem Per Morris, dem kleinen Saftsack. Penis. Hallo. So, diesmal haben wir jetzt hier in diesem Startbildschirm angefangen, damit der kleine Egoist Julian mal ganz toll und stolz zeigen kann, was er da für eine tolle Rüstung hat. Ne? Ja, alles transmogged. Guckt euch alle an schön. Und jetzt geht's los. Genau. Toll, ne? Kannst aber weitermachen. Es gibt keinen Q-Level. Insider. Okay. So, wir haben gerade Akt 1 beendet. Genau. Und ich habe jetzt hier so eine neue Attacke. So. Hui. Ja, die ist ziemlich OP. Also benutzen gerade ziemlich viele. Okay. So, wir müssen hier mit dem Trial reden, ne? Tyrael, aber egal. Tyrael, mir egal, mir wurscht. Tyrael. Ah, warte, ich muss noch mal ganz kurz hier zu dem Typen. Den behalte ich noch mal. Boah, was ist denn los? Ich muss die ganze Zeit niesen, ey. Aber der... Nee, ich nehm doch den. Schlecht. Jörn, willst du eigentlich nerven, oder... Ja, ich muss erstmal die ganzen Skills wieder draufkriegen. Das war naja, der deine Mutter. Mit Level 31 können Permoros und ich uns ein legendäres Rüstungsset craften. Das Rezept haben wir schon irgendwann mal gefunden. Und ich nicht? Ja, weil du Noob bist. Genau. Okay. Du bist hässlich. Ach so, es ging um Noobigkeit. Entschuldigung. So, ich spreche mal an hier, ne? Die Zeit wird knapp, Freunde. Mhm. In eben diesem Moment wächst Belials Einfluss in ganz Kaldeum. Aber wie sollen wir ihn aufspüren? Das ist gar nicht nötig. Magda und ihr dunkler Zirkel werden uns direkt zu ihm führen. Ich gehe nirgendwo hin, bevor Onkel Deckard seine letzte Ruhestätte gefunden hat. Ja, Kane verdient diese Ehrung, bevor wir uns auf die Jagd nach seinen Mördern begeben. Ich habe eine Karawane angefordert, die uns nach Osten führen soll. Sprecht mit dem Karawanenmeister, sobald ihr bereit für den Aufbruch seid. Wir kümmern uns dann um Kane. Sehr schön. Ja. Magda war diese Libellenfrau. Ah, okay. Ach, jetzt. So, seid ihr bereit? Ja, bin bereit. 30 Sekunden. Sprecht du auch mal bitte mit dem. Ja, bin dabei. Wollt ihr euch in den nächsten Akt begeben? Na, sicherlich. Ja. Drückt doch einfach okay. Ja, ich wollte aber noch vorlesen. Naja. Was? Ich meine, das ist ja so, als wenn man AGBs lesen würde. Ja, sicher. Das hier übrigens die nächste Stadt. Hey, was machst du? Warte, Jürgen. Hier oben ist die Quest. Manu, hier, willst du ein Brotkrumm? Hier, komm. Komm, Manu. Alter, halt's Maul jetzt. Mein Onkel hat gesehen, was er wollte. Deckard hat viel geopfert, um diese Welt zu schützen. Sein Werk ist nicht vollendet. Was wisst ihr schon von Aufopferung? Alles okay? Tyrael, das uralte Gesetz der Himmel untersagt. Jürgen, warte mal. Uns in die sterbliche Welt. Guckt ihr das nicht? Und doch habt ihr es getan. Ach so. Ach, das habe ich gar nicht bekommen. Ja, auch nicht. Vielleicht, weil wir es schon mal gespielt haben. Versteckt. Ihr werdet nun für eure Vergehen büßen. Ich bin die Gerechtigkeit selbst. Wir sind zu Höherem bestimmt, dazu die Unschuldigen zu schützen. Aber wenn unsere Gesetze euch alle zur Untätigkeit verdammen, werde ich nicht mehr euer Bruder sein. Ihr wolltet ein Sterblicher werden? Sakrileg!
So bin ich gefallen. Freiwillig. Weil die Menschlichkeit die einzige Hoffnung für diese Welt ist. Ich habe sie nie geglaubt. All deine Geschichten, all die Arbeit, nie vollendet. Ich werde sie vollenden. Ich führe sie für dich fort. Das war mal eine lange Sequenz. Ja, habe ich mir auch schon gedacht. Und ihr habt die nicht bekommen? Ihr seid ja noobig. Nein. Akt 2. Willst du erst ein Brot haben? Nun, da Tristram. Ah, es geht schon weiter mit der Sequenz. Reise ich nach Caldeum. Stell mir schon mal die legendären Gegenstände her, damit ich die nachher gleich anziehen kann. Sie ist einer der letzten Herrscher der Hölle in die Hände gefallen. Belial. Ich werde sie von ihm befreien. Jetzt haben wir es geschafft, hoffentlich. Ja, jetzt bin ich da. So. GZ. War denn hier eine Belohnung? Ui. Das war falsch. Na, wo ist es denn? Ah, warte. Ja, hier ist noch was Neues. Beschwört einen mystischen Vertrauten. Euer Vertrauter ist gegenüber Schaden immun und steht euch im Kampf bei. Das klingt doch mal ganz gut. Wir können generell gleich dein Setup mal so ein bisschen besprechen, was du hast, Manu. Das wäre ganz gut, ja. Also, Stromschlag hast du auf Linksklick, ne? Nee, da habe ich gerade Kernzauber. Kernzauber ist es bestimmt. Ach nee, Stromschlag, ja. Ja, das ist eigentlich ganz gut. Ja, genau, ja, war richtig. Also damit kannst du immer schön Arkankraft aufladen. Und auf rechts der Strahl, der ist genau, da habe ich dieses, warte, was habe ich denn da? Und auf diese Integration, ja. Auf 1 habe ich gerade Frostnova. Da habe ich auch noch Teleportation. Das würde ich benutzen. Ja? Einfach, damit du einfach schnell aus dem Kampf kommst. Das ist eine gute Idee. Ich bin die letzten Folgen auch mal aufgestorben. So, auf 2 habe ich jetzt gerade Hydra. Habe ich nie wirklich benutzt. Beschwört mal, eine magische Hydra, die Gegner mit Feuerbällen angreift. Ist aber, glaube ich, gar nicht so schlecht, ne? Ich probiere es mal aus. Nee, ja, kannst du gerne machen. Ja. So, dann habe ich jetzt auf 3 momentan Vertrauter, eben beschwört einen Vertrauten, was ich eben schon vorgelesen habe. Und auf 4 habe ich momentan noch Explosion, da habe ich aber auch noch gar nichts anderes. Also das muss ich momentan noch mal so lassen. Ach so, das ist immer, okay, alles klar. okay. Na gut, dann wollen wir mal los, ne? Weiter mal weiter hier. Jo. Das ist eine Händlerin. Wo seid ihr denn hier? Da. Komm. Ach, da hinten müssen wir jemanden ansprechen. Okay. Ach, Lea. Oh, Lea. Guten Tag. Da wären wir. Caldeum. Das Juwel des Ostens. Onkel Deckard hat diesen Ort geliebt. Das würde er jetzt nicht mehr. Da Caldeum nun unter Belials Bann liegt, dem Herrn der Lügen. Ich kann seinen Gestank in der Luft riechen. Wir müssen uns trennen. Ihr zwei sucht nach Belial, während ich diese Hexe Magda jage. Kains Tod wird nicht ohne Konsequenz bleiben. Okay, Magda ist, wie gesagt, die Libellenfrau aus dem ersten Akt. Und okay. Die müssen wir jetzt erstmal zur Strecke bringen. Könnt ihr noch mal ganz kurz stehen bleiben? Ja. Weil ich muss mal ganz kurz in die Optionen rein. Ich schon mal hier lang gehen. Weil ich habe auch in den letzten Folgen gesehen, die Leute, die sprechen, die sind immer ziemlich leise. Ja, mach mal ganz laut. Ja, habe ich mal gemacht. Ich muss auf Anwenden klicken am besten. Am besten mutest du uns auch. Ja, das müsste ich am besten wirklich machen. So, also Jürgen redet ja immer. Kommt so mal jetzt hier rein. Achso,
Sag doch Bescheid. Ich warte hier die ganze Zeit. So, dann sprech sie mal an. Woher kommen diese Flüchtlinge? Ich bin keine Wache. Ich bin Ashara, Kommandantin der Eisenwölfe. Wir haben diese Flüchtlinge vor Magdas dunklem Zirkel gerettet, der in diesem Augenblick Chaos und Verwüstung in den Grenzgebieten anrichtet. Es scheint, als hätte das Schicksal uns zusammengeführt. Ich jage Magda. Wisst ihr, wo sie sich befindet? Sie ist auf dem Weg nach Alkanus. Aber sie hat die Straße hinter sich blockiert. Es gibt allerdings noch einen anderen Weg. Durch den Außenposten von Kasim. Hört sich ja witzig an. Das hört sich witzig an. Jetzt den Vertrauten, Manu. Oh, guck mal hier. Ja. Willst du mal mit Lea sprechen? Ja, sicher. Wachen ersetzt hat und diese hindern jeden am Betreten der Innenstadt. Ich vermute, dass die Eisenwölfe ausgesandt wurden, um zu sterben. Belial hat seinen Schachzug gemacht. Wir müssen einen Weg in die Stadt finden. Als Kind habe ich Caldeum erkundet, während Onkel Deckard hier forschte. Ich kann durch die Kanalisation hineingelangen. Gut, findet heraus, was ihr könnt, während ich Magda nachjage. Seid vorsichtig. Alkarnus hört sich an, als wäre es eine Falle von Magda. Na, hoffentlich ist es keine Falle. Aber wird garantiert eine sein. War das Gespräch eigentlich gerade für alle oder musste jeder einzeln ansprechen? Nee, für alle. Das heißt, also ich habe euch auch geantwortet. Ja. Guckt euch mein geiles Schwert an. Seht euch vor, Reisender. Kultisten bewachen diese Wüstenstraßen und sie töten jeden, der auf ihnen unterwegs ist. Das ist ausgezeichnet. Dann können mir diese Kultisten ein paar Fragen beantworten. Ihr habt vor, sie zu töten, richtig? Ich werde euch begleiten. Ach, dieses komische lila Ding an meiner Seite geht jetzt gar nicht mehr weg, ne? Nein, das ist dein Vertrauter, der schießt jetzt auf Feinde. Später kriegst du auch noch eine Rune, dann gibt er dir plus 10% Schaden, wenn er aktiv ist. Ganz cool. Das benutzen auch viele. Ah, okay. Oh, das war so falsch. Einfach. Boah, jetzt erstmal wieder reinkommen. Oh ja. Na, wo haben wir ihn denn? Müssen wir nicht hier längs? Ja. Auf das Viech können wir einfach mal. Back. Seid vorsichtig. Sie sind ganz nah. Das kann Seid vorsichtig. Der Weg ist versperrt. Das hat sie mal gut gemerkt. Achso, wenn ihr Heiltränke braucht, sagt Bescheid, ich habe noch über 150 in der Truhe. Weil ich ja auf meinen beiden Hauptcharakteren jeweils einen legendären Heiltrank habe. Der verbraucht sich nicht. Das heißt, ich finde die immer und ich kann nichts damit anfangen. Okay. Danke, Irena. Aber sagt mir, warum ihr wirklich hier seid. Ich spüre, dass ihr einem höheren Zweck dient. Nun, ich bin auch auf der Suche nach jemandem. Aber wartet, ich mache euch den Weg frei. Nette Dame. Guck mal, oben heißt jetzt noch Verzauberin. Hast du gerade gesagt, nette Dame? Ja. Ja, nette Dame. Ey, Manu, komm. Ja, hab schon gemerkt. Wenn ihr nicht gewesen wärt, hätten die Lakoni heute gut gegessen. Gibt es auf der Straße nach Alkanus noch mehr Lakoni? Noch schlimmer. Kultisten wirken in zwei ihrer Wüstenverstecke Zauber, um die Brücke über die schwarze Schlucht zu verhüllen. Lasst uns nach Norden gehen. Hier gibt's einen Buff. Die Magie der Kultisten scheint von dort auszugehen. Wenn du über Skorpione latscht, dann machen die so lustige Geräusche. Machen sie immer so knack. Guck mal, mein Koloss ist größer als du. Mhm. Schön für dich. Ja. Dich ärgert's ja. Jetzt fängt. Ich du wette. 15.000er Crit gemacht. Genau! Ich wette, jetzt fängt irgendwann wieder das Thema an, wer macht mehr Damage. Ich lass mich darauf nicht ein. Wollen wir gar nicht diskutieren. Ach, diese kleinen Viecher, die da so lang fliegen. Die machen dir Schaden.
Okay. Ziemlich viel sogar, wenn die alle nicht reinfliegen. Ich werde alle weiteren Spuren ihrer Magie finden. Ich habe nicht genug Arkankraft. Immer batz, batz, batz auf die Augenbrauen. Ach, die Zauberer. Was hast du eigentlich mit deinen Augenbrauen, ey? Ja, das habe ich irgendwie so angeeignet. Was war das? Habe ich mir da irgendwie so angeeignet. Woher kommt das? Von Jonah. Ich brauche mehr Arkankraft. Nein, TV, schalte dich nicht aus. Das nervt derbe, ne? Ja. Die neuen Fernseher, ich hasse das. Weißt du, die schönen alten Röhren, nie was, ja? Die schönen alten Röhrenfernseher. Das hab ich zum Beispiel gar nicht und ich benutze auch einen Fernseher als Bildschirm. Ja, aber deiner ist etwas älter als unser. Nee. Doch. Den hab ich letztes Jahr gekauft. Tja. Nach Manus. Ja. Was für eine Marke hast du? Samsung. Ich auch. Was du, zwei Mann? Packs, du Scheiße. Du auch? Ja. Komisch, also ich habe einen von Sony. Kommt mal zu mir bitte. Also versucht die zu mir zu ziehen. Weil ich mache hier ja noch den Area Damage mit dem Mann. Ja, ich auch. Habe ich keinen Zaun mehr. Guck mal, mein Typ hat den Huhn verwandelt. Guck dir das an, siehst du das? Das war die Zauberin. Willst du mich verarschen? Das war ich. Also mein Typ. Die Zauberin macht das. Nein, das war ich! Ja, ist doch egal, back dir ein Eis. Oh, sehr viel Damage gemacht. Ich habe übrigens eine dämonische Essenz. Du auch? Ja. Ich habe zwei. Schön für dich. Ich hab eine. Die ist kaputt, die Brücke. Jetzt brauchen wir die Zauberin. Ach, da kommen wir aber erst lang, wenn wir... Nicht spoilern. Dann müssen wir erst die Questziele da erfüllen. Gut gemacht. Ritual der versteckten Konklave unterbrochen und Ritual des geheimen Altars unterbrochen. Bestimmt hier. Oh, ich trampel das Ding kaputt. Ich bin richtig gelaufen. Ja. Oh, hier sind noch Gegner. Oh. Ja, wo seid ihr denn? Hier sind gerade noch hier draußen. Bist du schon reingelaufen? Ja, weil ihr mir genau hinterhergelaufen seid. Ja, wir haben mir noch gerade eben hier die Viecher geschnetzelt. Ja, kommt mal schnell her. Ja, sind noch da. So, dann jetzt. Bams. Das Ritual ist unterbrochen. Die Hüter, was die dancen da voll geil. Du bist so behindert, ey. Hä, aber östlich? Warum östlich? Ja, sag mir, wo Osten ist. Da. Auf der anderen Seite von Westen, ne? Ja, also hier links. Nein. Ich find das geil, wie wir gerade beide in verschiedene Richtungen laufen. Ich kämpfe ja, hier. Ach so. Wir rennen einfach weiter. Komm. Ja, okay. Lassen wir Schwestern später, alleine. Dass ich schneller aufsteige als du, ne? Nein. Ich beschwere mich, dass du... Egal. Guck mal, wir kämpfen, Manu. Oh, krass. Kann man auch beide Attacken, also mit Linksklick und Mausklick selber machen? Gleichzeitig machen? Selber. Naja. Nee. Kannst sie halt schnell nacheinander machen, falls du das meinst. Hm. Oh, hier unten. Schatztruhe.
Wo so ein Crab.